Der Sommer ist zurück, denn heute ist der erste Tag der nächsten Hitzewelle dieses Sommers. Zwar können sich noch ein paar Regenschauer und auch Gewitter einschleichen. Der Grundtenor der nächsten Tage ist aber im ganzen Land: Es wird so richtig heiß. Allein heute werden in ganz Österreich mindestens 28 Grad erwartet. Stellenweise sind sogar Temperaturen bis zu 33 Grad möglich. Somit ist es von Vorarlberg bis Wien mit bis zu 31 Grad extrem heiß. Am heißesten soll es aber in Seewinkel im Burgenland werden. Dort sind bis zu 33 Grad möglich. Betrachtet man aber den Ausblick der kommenden Tage, dann kann man sagen, es bleibt so richtig heiß und auch sonnig, auch wenn in den nächsten Tagen die Gefahr für Gewitter immer mehr steigt, vor allem bis zum Freitag hin. Trotzdem bringen die keine Abkühlung, denn es bleibt extremst schwül mit bis zu 34 Grad, auch wenn es regnet. Besser wird es dann erst wieder am Samstag, da werden nämlich auch die Regenschauer immer seltener. Damit kommt auch immer mehr die Sonne heraus. Den Höhepunkt der Hitzewelle, den erwarten wir dann für Sonntag. Hier werden nämlich in ganz Österreich Temperaturen von bis zu 36 Grad erwartet. Hier bei uns im Osten sind sogar bis zu 37 Grad möglich. Die damit einherkommenden Gewitter, die kühlen dann die neue Woche immerhin ein bisschen ab auf bis zu 30 Grad.